Viele Frauen, ein Mann und keine interessanten Geschichten. Das ist der Schleimbeutel. Yeah. Zu Beginn stellen wir unseren Schleimbeutel vor. Der entspricht dem klischeehaften Ideal eines Mannes, wie ihn sich Frauen vorstellen und wünschen. Ich bin Marketing- und Eventmanager für PR-Agenturen. In meiner Freizeit treibe ich natürlich viel Sport. Ich trage schöne Klamotten, pflege mein Haar und lasse mir die Zähne bleichen. Ich fahre Motorrad, spiele Klavier, schreibe Gedichte und forsche nach einem Mittel gegen AIDS. Außerdem hätte ich sehr, sehr gerne viele Kinder. Ich bin schon ein ziemlich geiler Typ. Nachdem der allglatte Frauenversteher überraschenderweise doch keine brauchbare Wohnung hat, findet das alles in einer angemieteten Villa statt. Was für ein Fickschloss. Als nächstes wird das Frauenmaterial vorgestellt. Die Damen reichen von Glamour Girl über Schüchtern bis hin zum Landei. Ich bin das Landei und ich träume von der ganz großen Liebe. Die Vorstellung erfolgt in einem für die Frauen typischen Umfeld. Warum ich da eigentlich mitmache, das weiß ich nicht. Meine Mama hat mich angemeldet. Eine weitere Gruppe sind verzweifelte Frauen über 30, die immer noch keinen Typen abgekriegt haben. Ich habe eigentlich eh keine Chance hier. Aber hey, vielleicht bundle ich einfach mit jemandem aus dem Filmteam an. Außerdem machen viele Frauen mit, die glauben, diese Sendung würde ihre ins Stocken geratene Karriere als Model, Schauspielerin oder Sängerin wieder in Schwung bringen. Und damit das auch klappt, bin ich mir selbst für das peinlichste Getue nicht zu schade. Bevor das erste Treffen mit dem Schleimbeutel stattfindet, müssen sich die Damen auf engstem Raum für den großen Abend schön machen. Kannst du mir mal mit dem Kleid helfen? Wenn alles nach Plan läuft, geht hier bereits der Zickenkrieg los. Sind die Fronten geklärt, wird das Frauenmaterial in das Fickschloss gefahren. Da ich so unglaublich attraktiv und charmant auf den weiblichen Zuschauer wirke, komme ich mit dem größten Dünnpfiff durch. Du bist sehr forsch. Das gefällt mir. Du bist eher so die Schüchterne, ne? Finde ich gut. Bis später. Tschüss. Hallo. Servus. Sieh an, sieh an. Siehst du aus, als hättest du Tattoos. Hast du eins? Da stehe ich total drauf. Na, ich hab keins nicht. Das ist eh viel besser. Setz dich schon mal. Nachdem ich die ganzen Ladies begrüßt habe, bin ich schon richtig geil. Ich hoffe, die Frauen da drin sind schon in Stimmung. Der Schleimbeutel muss sich jetzt entscheiden. Welche Frauen kommen weiter? Nachdem ich den Abend mit euch verlebt habe, haben mir die Macher der Sendung nun gesagt, wer von euch fliegen muss. Um es vorwegzunehmen, du bist zu langweilig. Du bist zu prüde. Und dich, dich haben sie einfach nicht gemocht. Alle anderen können sich freuen. Die Frauen werden in einem Haus eingesperrt und können sich gegenseitig anzicken. Hin und wieder zieht sich der eitle Pseudo-Playboy eine oder mehrere Frauen aus dem romantischen Internierungslager raus, um mit ihnen ein Date zu haben. Lydia, ich möchte dich gerne näher kennenlernen. Deswegen zieh dich wasserfest an, denn wir beide und das sechsköpfige Kamerateam werden jetzt ein wahnsinnig intimes und romantisches Date haben, bei dem ich dich bestimmt viel besser kennenlernen werde. Diese Einzeldates hier benutze ich, um die Schleimbeutel von meinen sexuellen Vorzügen zu überzeugen. Ich weiß, es ist peinlich, aber hey, im Bett bringe ich auch mal gerne Freundinnen mit. Und da darf auch gerne Kamera laufen. Wenn wir Glück haben, laufen solche Treffen nicht ohne Zwischenfälle ab. Also die Hose kann ich wegschmeißen. Entschuldigung, Seekrankheit. Was soll ich machen? Bei den Gruppendates bietet das Filmteam den Frauen die Möglichkeit, sich gegenseitig lächerlich zu machen. Ach Lydia, ich möchte hier Minigolf spielen. Also ich bin ja Model aus Leidenschaft und der Typ zieht so ins Lächerliche, ich war echt enttäuscht. Dieses ganze Prozedere zieht sich so lange hin, bis am Schluss nur noch zwei Frauen übrig sind. Dies soll ein wahnsinnig schwieriger Abend für mich sein. Also tue ich so, als würde es mir sehr, sehr schwer fallen.
Und deshalb ziehe ich die Entscheidung künstlich in die Länge. Ach was, du bist's. Werden die beiden jetzt in ihr großes Glück starten? Steht ihnen eine große Liebeszukunft offen? Oh Jens, ich freue mich so. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, was du machst, aber ich gehe nach Hause zu meiner Freundin. Wie? Warte mal. Ja, Schatz? Ja, nee, ist Drehschluss. Ich komm. Ich bin bald da. Ciao.